Was machst du da, Tabo? So. Tabo? Tabo baut. Würde ich sagen, dass wenn sie die Spülung betätigt hätte. Ja, das hat sich wie eine Spülung gerade angehört. Kann ich jetzt hier runter oder? Ja, du kannst runter erstmal. Du kannst ja noch bitte noch ein bisschen Glas wegkloppen hier. Wo war Glas? Was? Wo? So, die Reihe Glas muss weg hier. Ja. Oh, dann sei genauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist das da immer für ein Geräusch? Ja, ich höre das auch die ganze Zeit. Immer so ein Klock, 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 Klock und Klock. Ich höre das auch. Jemand hat sich gerade ertappt gefühlt und hat aufgehört, Steffi. Was? Ich war eben nur, ich konnte nicht mehr Bescheid sagen. Ich musste mal kurz weg. Aber eigentlich hat bei mir nichts geruschelt. Berliner weiß es, alle, was mache ich denn? Oh, das ist ein Kraut. Pass eine Flasche Wein auf. Echt? Mist. Mist. Und bei dem Rot mache ich jetzt noch einen drauf. Oh. Nee, Rotes habe ich auch schon fertig, das Rote. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz gucken, was mit den Katzen ist. Da ist irgendwie gerade Trouble. Okay. Ja. Bis gleich. Gleich. Bis gleich. Oh. Okay. Soweit, so gut. Wo ist mein da? Oh, wenn man jetzt schon wieder hochguckt, hat man schon nicht mehr alles auf dem Bildschirm. So krass. Wie auf dem Bildschirm? Wo bist du denn? Ja, an der Treppe bei uns hier oben. Und wenn du direkt drauf guckst, da hast du nicht alles drauf. So hoch ist das schon. Dann hast du eine andere Einstellung, weil ich kann das alles noch sehen noch. Bist ja auch gerade oben. Warte mal, ich komme gleich runter. Ja, also ich habe hier eine 16:9 Einstellung. Damit keine... Yippie! 3 Herzen habe ich noch. Damit keine Ränder in... Hey, nicht wegschubsen! Halbes Herz habe ich noch. Du hast mich gerade weggebogen. Oh, weia. Ihm macht 3 Herzen, hat sich ein bisschen aufgeladen und dann nur noch ein halbes Herz. Das war, ja. Risiko. So, wenn ich, nee, ich kann alles sehen, Steffi. Ich sehe alles. Ja, ich stehe ja nicht unten. Ich stehe ja direkt vor der Fensterfront. So meine ich das. Du hast da nicht mehr alles komplett drauf. Sieht schon echt gewaltig aus, die Fensterfront. Ja. Yep. Da muss ich das jetzt so anschauen, das wird ein echt ein riesiges Teil werden. Du. Bist du? Wer wo? Na, ich gucke. Ich bin vorne und guck gerade die Front an. Ach so, du bist vorne. Ich stand nämlich oben an der Treppe. Wenn du direkt auf die Fensterfront drauf guckst, da hast du nämlich nicht mal alles drauf. So, nee, ich guck gerade hier, das sieht doch schon ganz schön gewaltig aus, was wir da haben. Ja. Boah. Ja. Nicht schlecht. Boah. Uiuiuiuiui. David Jenshin Gross. Ach, du hattest mir ein Bild geschickt, hast du gesagt, ne? Ja, das ist so eine Zeichnung, ist das. Ja. Das ist aber mehr so eine Skizze, ist das. Gut, das ist das große Fenster, da kommt der Bogen.
Und da sind nochmal zwei Dreiecke drüber und dann ist nämlich Ende im Gelände, genau. Haben wir das vordere Dreieck und das hintere Dreieck. Gut. Und das ist praktisch dann, da außen ist schon der Turm. Hammer, Hammer. Da mache ich jetzt die Dreiecke. Ne, erstmal mache ich den Bogen. Den Bogen mache ich wieder aus Holz. Oder woraus soll ich den Bogen machen? Aus Holz wieder, wie unten die Fenster oder was? Ja, so wie was die immer Türen, gemacht meine ich. Haben, oder? Oh, probier das mal. Habe ich noch was bei mir an Holz? 26 Schwarzeichholzbretter, da komme ich nicht weit mit. Soll ich da ein paar schlagen? Und Stufen. Holzschlagen. Stufen. Genau, Holz, Holzkloppen. Ja. Und Stufen, ich meine, beziehungsweise... Wir haben auch keine Treppen mehr, glaube ich, oder? Warte mal, Holz hatten wir doch... Fichte, schwarze. Ah, hier ist Schwarzeichenholz noch. Ach, guck mal, sogar noch ein Stack. Zack, geklaut. Und hier unten Treppen, sind Schwarzholz, Eichenbretter sogar. Oh ja. Drei Stacks. So. Hier hatte ich, glaube ich, Glas reingetan. Oh, das ist alles raus. Lege ich trotzdem nochmal hin. Wo hast du Glas reingetan? Hier in die Kiste hier. Ich habe noch was zum Brennen. Eigentlich. Also ich habe hier noch 19 rotes Glas und ein Stack lila plus 6. Ah, fein. So, wo haben wir denn jetzt Stein? Obwohl, ach, ich habe noch Inventarplatz. Ich nehme mich aber mit. Treppen wollte ich machen. Ach, ich habe hier oben noch eine Workbench. So, wie kann ich dir jetzt dabei helfen, Rode? Du könntest sonst Dings weiterziehen. Die äußeren Fenster weitermachen. Das ist ja praktisch die. Die Fenster sind ja im Turm drinne. Nicht? Ich habe ja einfach schon mal hier angefangen mit hier stand ich eben. Mit dem Turm sozusagen. Wenn du hier hochschaust, hast du nicht mehr alles drauf. Ah, das meinst du? Das ja. Nicht mehr ins Bild. Also ich mache jetzt einfach hier von hier aus den Bogen und du kannst ja sonst hier einfach hier die Dings hier weiterziehen, hier weitermachen. Mache ich das mit Cleanstone oder fange ich jetzt wieder mit dem hier an? Ich habe einfach zu unterbrechen, damit man es besser sieht, weil hier ist ja praktisch hier, ist ja diese Kante hier, wo ich draufstehe. Und damit man es besser sieht optisch, habe ich einfach ein bisschen Cleanstone jetzt hier gemacht, zur Unterbrechung so ein bisschen. Ja. Ein bisschen Deko. Und da kann man jetzt ja nochmal wieder mit Steinen arbeiten oder halt auch mit dem Gemeißelten irgendwas machen hier, oder so. Wo muss ich denn mit dem jetzt hier gehen? Das ist ja schon der Turm. Mit dem musst du sehr hochgehen. Das hier ist schon der Turm. Das ist der Turm, ja. Und hier außen, wo ich stehe, da kommt ja nur noch der Bogen dran und die beiden Dreiecke und dann ist Schluss in der Mitte. Dann ist da nichts mehr. Jetzt muss ich noch gucken, wo ich jetzt am besten jetzt hier anfange. Das weiß ich noch nicht so genau. Das muss ich ja da dran bauen sozusagen. Ach, dann ist das jetzt hier schon. Du bist auf dem Turm, bist du. Auf den rechten Turm. Das ist die Turm. Ja, wo ich jetzt draufstehe, auch hochziehen. Ja, dann musst du uns mal das Bild angucken, wie das ungefähr aussieht. Ich weiß es nicht so genau, aber da hast du ja noch die Fenster. Und die Fenster haben ja auch so einen kleinen Bogen, weißt du, so nach außen, so wie unten wie mit den Türen, das gemacht habe. Das muss ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Nein, jetzt hat sich gerade Windows 10 geöffnet. Ach Gott. 8 Stunden, fick dich. Pass mal auf. Warte, ich muss mal kurz gucken. Wir haben auch noch junge Zuschauer hier. Ja, das ist mir gerade egal.
Mutti, die hat ein schlimmes Wort gesagt. Du darfst uns jetzt nicht mehr gucken. Oh, ich will aber. Mal gerade gucken, ob er das jetzt genommen hat. Nee. Nee. Geil. Wie viel fehlt mir denn jetzt schon wieder? Oh, der hat's gespeichert. Fein. Guck jetzt mal gerade in meiner. Okay, das scheint auch noch in Ordnung zu sein. Okay, dann. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Da war die Meldung, wo ich jetzt schon seit 2 Stunden drauf gewartet habe. Aber scheint diesmal alles gut gegangen zu sein. So, jetzt muss ich aber mal gerade auf ein Bild gucken. So. Ich muss nämlich gucken, liebe Leute, ob ich hier auch hochbauen muss oder ob das hier unten bleibt und nur hier hochgezogen. Boah, da fehlen ja noch einmal Fenster auch, ne? Da kommen noch Fenster wieder hin, da drüber, ja? Daneben. Nee. Ja. Was baut ihr denn hier für eine Plattform? Die gehört da gar nicht hin. Was für eine Plattform? Aus Kobbel. Ja, wir müssen uns ja bewegen können. So ist es. Da ist aber der Dom zu Ende. Ja, das habe ich erstmal nur dahin gebaut, damit wir uns bewegen können und sich nicht zu Tode stürzen. Wenn du das Bild nämlich öffnest, da hast du in der Mitte dieses große Fenster, was wir ja Lieder gemacht haben. Ja. Dann hast du 2 Fenster noch jeweils links und rechts. Nee, da siehst du jetzt irgendwas falsch, weil du siehst ja erst einmal, warte mal, guck mal aufs Bild. Warte. Sie hat recht, es sind 2 Fenster. Das sind 2 Fenster. Im ersten Stock. Ja, das sind 2, genau, das sind ja 2 Fenster. Ja, dann fehlt eins noch. Also in welcher Farbe machen wir das denn? Was passt denn gut zu Lila und Rot oben? Rot. Nochmal Rot? Sind ja dieselben Fenster. Oder hellblau. Ich würde die einfach rot machen, und drüber kommt ja nochmal wieder ein großes Fenster und die würde ich dann vielleicht wieder in einer anderen Farbe machen. Rotes Glas machen. Oder hast du noch rotes Glas, Rode? Nein, die habe ich unten in eine Kiste reingelegt. Ich habe das umsortiert bei Sand und Glas und da ist auch Farbstoff drin. Und die Kiste ist da hinten ein Stück weiter. Da bei dem ausgelagerten Lager quasi. Das ausgeleierte Lager. Ich mach mal hier ein Loch rein. Weil wir müssen ja noch in Sachen kommen. Ach, nicht. Ja. Steffi hier. Okay, doch.